Also, reden wir von der Gegenwart. Ohne jetzt wieder in Fronten. Und zwar hier. Das Haus sieht so aus, wie ich mir früher die Zukunft vorgestellt habe. Es passt also ganz gut. Es ist Herbst und es ist 2004 und ich mache Aufnahmen von meiner neuen Terrasse runter. Bei klarem Wetter kann man von hier aus die Zugspitze sehen. An meinem ersten Tag in Fronten fängt es an zu schneien. Das ist jetzt meine Wohnung. Und da ist die Kirche. Und dann sieht man Deutschlands höchstgelegene Burgruine da drüben. Und wenn man ein Stück weiter geht, dann sieht man den Kienberg. Und hinter dem Kienberg ist der Breitenberg. Der ist eigentlich sehr wichtig, aber den sieht man jetzt nicht. Das war für mich eigentlich immer so der Frontner Berg. Weil überall, wo ich sonst gewohnt habe, hat man den gesehen. Hier steht jetzt der Kienberg davor. Der ist aber auch schön. Der ist irgendwie so ein bisschen romantischer. Der ist nicht so erschlossen, würde ich mal sagen. Ja, hier sind meine Nachbarn, die sind aber nicht zu Hause. Ja, und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Da geht's dann zu mir. Das ist eine gute Lage, oder? Und wie gefällt es Ihnen? Ist doch toll hier, oder? Wäre doch total doof, woanders zu leben, wenn man hier sein kann. Frische Luft, was fürs Auge und dann der hohe Freizeitwert. Das Einzige, was mir über kurz oder lang fehlen wird, sind meine Freunde. Die werden auch so schnell nicht nach Fronten ziehen. Aber hier gibt es auch interessante Leute. Ich habe so ein paar im Auge, die ich mal besuchen werde. Was wir alles zu bieten haben, da muss ich jetzt in Mittel- Südamerika oder sonst wo, muss ich tausende von Kilometern reisen. Ich habe hier mein Moor unten, dann habe ich schon die faule Arche. Ich bin auch ein Fischfanatiker. Ich schaue aus dem Fenster und sehe die Rehe da unten laufen. Ich fahre 5 Kilometer oder nicht einmal, da habe ich verschiedene Seen, über 10 verschiedene Seen, den Forgensee, den Hopfensee, den Weißen See. Es ist eine Seenlandschaft. Der eine See ist schwarzes Wasser, der eine See ist eher grünliches Wasser, der eine See ist kristallklares blaues Wasser. Und da haben wir das Filstal, da haben wir das Achtal. Es sind zweierlei Täler da mit Wildwasserflüssen, wo man raften kann. Es sind so viele Möglichkeiten auf dem kleinsten Raum. In Fronten trifft man wirklich Leute, die ohne jegliche Vorbereitung solche Dinge über den Ort sagen, in dem sie leben. Robert Schneider ist ein Neffe der zweiten Frau meines Vaters und er schnitzt jeden Sommer von früh bis spät Brunnen. Ich erwische ihn gerade noch in seiner Werkstatt, bevor er seine Koffer packt. Tiere beobachten, also Affen, Krokodile, sämtliche Vogelarten natürlich. Den Tapir gibt es, verschiedene Hirscharten, Leoparden gibt es. Haben wir dieses Jahr sogar fast einen gesehen. Also der hat unsere Jagdhunde angegriffen. Seit 16 Jahren fährt Robert jeden Winter für mehrere Monate weg. Früher hat er Asien gemacht. Jetzt fährt er nach Nicaragua und betreibt da ein Chill-Out-Beach-Café. Dafür war er noch nie in Berlin. Dass ich zurück nach Fronten gekommen bin, wundert ihn überhaupt nicht. Seine Freunde sind, ein paar Jahre früher, auch alle gegangen und dann wiedergekommen. Mit 20 irgendwo raus, scheiß Fronten, Bauern und nur diese Deppen und ja, aber irgendwo kommen sie jetzt alle auf einmal wieder zurück. Ach, ich ziehe wieder nach Fronten und so weiter und jetzt sind sie alle auf einmal wieder da. In den Städten kann man sich einfach austoben. Geil, und das ist auch, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man einfach mal die Sau rauslässt, bis es einen so dermaßen ankotzt, dass man sagt, so, jetzt kommt der gemütliche Teil vom Leben.